Am Neubau der Rottenburger Stadtbibliothek in der Königstraße ist jetzt richtfest gefeiert worden. An dem fünfstöckigen Gebäude sind damit, ganz im Zeitplan, die Stahlbeton- und die Maurerarbeiten abgeschlossen worden. Der Dachstuhl wurde dabei in traditioneller Holzbaukonstruktion mit Firstpfette, Fußpfette und Sparren erstellt. Der Anbau soll, nach seiner geplanten Fertigstellung, auf den 5 Etagen ein vielfältiges Angebot bieten. Von Verweilmöglichkeiten mit bequemen Möbeln und Sesseln, Unterhalten und Zeitung lesen im Café bis zu räumlich gesonderten Veranstaltungsmöglichkeiten. Der Bau, so Rottenburgs Obenäer, direkt neben der Kurie am Stadteingang, werde das Stadtbild Rottenburgs massiv aufwerten. Der richtige Standort war jahrelang diskutiert worden. Im Juli 2017 soll die neue Stadtbibliothek dann ihre Türen öffnen.